Danke. Zusatzfrage, Frau Abgeordnete Steger. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrte Frau Bundesminister, Sie haben es bereits angesprochen. Im Bundesverfassungsgesetz ist geregelt, dass in Wien ein Vizepräsident des Stadtschulrates zu bestellen ist. Natürlich kann man immer darüber diskutieren, wie der Herr Stolz gesagt hat, ob ein Amt notwendig ist. Aber solche Diskussionen werden anscheinend immer nur dann geführt, wenn es darum geht, die Kontrollrechte der Opposition zu beschneiden. Ein ganz anderes Thema ist jedoch die Frage der Gesetzmäßigkeit des Ist-Zustandes. Das Gesetz sagt ausdrücklich, dass der Bürgermeister das Amt auf Vorschlag der zweitstärksten Partei, das heißt der FPÖ, zu bestellen hat, so hat, nicht kann. Das sagt auch der Verfassungsrechtler und Universitätsprofessor Mayer in seinem Gutachten. Bürgermeister Häupl ist aus ideologischen Motiven seiner gesetzlichen Verpflichtung also nicht nachgekommen und verhindert somit die bundesverfassungsrechtlich vorgesehene Kontrolle der Opposition. Sie sind als Bundesminister jedoch auch Aufsichtsorgan und Weisungsorgan in dieser Angelegenheit. Daher meine Frage, werden Sie als Oberbehörde dem Bürgermeister eine Weisung erteilen oder welche sonstigen Maßnahmen werden Sie setzen, damit jetzt der gesetzeskonforme bzw. rechtmäßige Zustand hergestellt wird? Frau Bundesministerin. Sehr geehrte Frau Abgeordnete, ich werde jetzt selbstverständlich keine Weisung erteilen, denn ich denke, in Wien wird sich von selbst weisen, wie sich diese Causa weiterentwickeln wird. Und ich sage Ihnen ganz klar und deutlich, dass es nicht nur eine Meinung eines Verfassungsjuristen gibt, sondern mindestens drei, wenn nicht mehr. Und auch diese Meinungen sind nicht d'accord, sondern es ist auch legitim, dass ein Präsident eines Landesschulrates, und das ist Bürgermeister Häupl, aus anderen Gründen jemanden ablehnen kann. Und da werden die Gerichte entscheiden. Und ich glaube, der Gang zum Verfassungsgerichtshof wird nicht vermeidbar sein, wie diese Causa ausgeht. Das ist meine Meinung dazu. Danke. Wir kommen damit zur siebten Anfrage 50M der Abgeordneten Magistra Wurm. Ich erteile es ihr. Frau Bundesministerin, gut zuhören. Gut zuhören. Okay. 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 Okay.